Ich lese das Buch Fahrradreparaturen, alle Reparaturen Schritt für Schritt erklärt, der Stiftung Warentest. Das ist dieses Buch. Mein Fahrrad hat hinten einen Platten. Mein Elektrofahrrad. Und hier steht hoffentlich drin, wie man den repariert. Und deshalb gucke ich jetzt auch einfach mal nach. Laufräder. Reifen und Schlauch wechseln und flicken. 122. 98 ist Laufräder und Bremsen. So. Ich habe gerade noch was anderes nach. Reifen und Schlauch wechseln und flicken. Werkstatt 15 bis 28 €. Do it yourself 2 bis 10 €. Zeitaufwand 20 bis 25 Minuten. 2 Sterne Schwierigkeitsgrad. Sie brauchen Kreide bzw. Marker, 2 oder 3 Reifenheber. Bei einem platten Schale mit Wasser- oder Lochschlüffler, Filzstift, Flickzeug oder ein neuer Schlauch, eventuell Gewicht. Tischbein, Luftpumpe. Markieren Sie Ventilposition am Reifen. Hat man ein Loch im Schlauch gefunden, kann man später dann prüfen, ob an gleicher Stelle ein spitzer Gegenstand im Reifen steckt und oder ob der Schlauch innen an der Stelle durch die Felge aufgescheuert wurde. Okay, das sehe ich ein. Greifen Sie nun mit beiden Händen rechts und links vom Ventil den Reifen an und versuchen Sie, ihn ein wenig aus der Felge nach unten zu ziehen.
Der Reifen bekommt dadurch ein wenig Spiel, was das Abziehen erleichtert. Manche Reifen kann man nun schon auch ohne Reifenheber abziehen. Drücken Sie den Reifen vom Felgenhorn, benutzen Sie die Reifenheber, wenn es zu schwer gehen sollte. Fixieren Sie zunächst einen Reifenheber, indem Sie ihn in die Speiche einklicken. Dann setzen Sie den zweiten ein Stück weiter an der Felge entlang ein. Jetzt können Sie den Reifen abziehen. Wenn das noch zu schwer gehen sollte, benutzen Sie einen dritten Reifenheber. So, dann nimmt man den Schlauch raus. Manchmal ist es gar nicht so einfach, das Loch zu finden. Zieht man den aufgepumpten Schlauch durch Wasser, kann man anhand der Blasen sehen, wo die Luft entweicht. Es gibt auch einen Lochschnüffler, eine kleine Dose mit Styroporkugeln, die sehr gut dabei hilft. Wir nehmen die wasserschale. Markieren Sie mit einem Schiff. Ja, ich habe mir einen neuen Schlauch besorgt. Wichtig ist noch, bevor Sie beginnen, Schlauch und Reifen wieder einzubauen, kontrollieren Sie den richtigen Sitz des Felgenbands. So, was ist es? Ist das Laufrad hinten? So. Genau weiter. Achtung, billige Reifenheber, mit denen man den Schlauch aus der Felge hebelt, biegen sich komplett durch, ohne die Hebelwirkung zu erzielen. Ganz alte Reifenheber aus Metall sollte man auch nicht verwenden, da sie die Felge beschädigen und zu weiteren Löchern im Schlauch führen können. Felgenband wechseln. Felgenbänder sind entweder in die Felge eingelegt oder verklebt. In beiden Fällen lassen sie sich leicht entfernen und durch ein neues in passende Größe und Breite austauschen. Ventiltyp austauschen. Der Sclave Rand, Sclave
Slave-Randventil ist schmaler als die anderen Ventile. Hat die Felge die passende 6 mm Bohrung, so passt nur dieser Ventiltyp. Hat die Felge eine 8 mm Bohrung, kann man statt Dunlop oder Autoventil auch ein Slave-Randventil verwenden. Achtung, nur mit dem entsprechenden Einsatz verwenden, sonst kann die scharfe Kante der größeren Ventillochbohrung zum Ventilabriss führen. Vorderrad ausbauen, den Ausbau des Vorderrads beschreiben wir auf Seite 108 folgende. Gibt es noch schlauchlose Reifenwechsel? Dann geht schon Bremsen los. Ja, das war's auch schon. Tschüss. Muss ich mal gucken.